Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge LS19 hier auf dem PC auf der Obertal, in der verschneiten Obertal immer noch. Ja, allen natürlich heute erstmal schönen Sonntag. Bin ja ein bisschen relativ spät dran mit dem Aufnehmen, aber ich denke mal, ich werde es schon noch schaffen, dass diese Folge vor 13 Uhr auf YouTube hochgeladen ist. Ja, wir müssen erstmal gucken, wo wir weitermachen können. Genau, hier steht nämlich noch einer drin, kann ich mich recht entsinnen, den haben wir doch aufgehört und haben Mischfutter hergebracht. Und müssen eigentlich noch eine Ladung holen. Den stellen wir auch gleich nochmal oben unter in unser Futterlager, dass es noch beladen kann. Ja, dann ist es überall noch immer noch Schnee, ne, und auch immer noch glatt. Ja, weiß nicht, wenn der Schnee weggeht. Temperaturtechnisch haben wir natürlich immer noch minus 3 Grad Lufttemperatur, minus 3 Grad Boden. Also Bodenbearbeitung dürfte momentan auch nichts werden. So, hier brauchen wir nochmal Mischrationen. Da kann er sich erstmal beladen und dann werden wir ganz normal erstmal unsere anderen Helfer alle durchgucken. Ja, mit denen waren wir ja hier unten am der Gerberei. Jetzt weiß ich gar nicht, hat man das schon. Ach doch, das Ziel für die Gerberei. Wir hatten ja drüben Leerpaletten hergebracht. Den hat man nur hier stehen lassen, weil wir ja, das Salzziel hat man eingerichtet, wo man Salz abgeben können, weil der sollte ja automatisch sollte einer Salz fahren. So, und dann hat man den eigentlich hier stehen lassen, weil wir noch die anderen Ziele einrichten müssen. So, was machen wir mit unserem Strohfahrer? Sehe ich die Kamera wieder nicht? Warum nicht? Da müssen wir natürlich gleich erstmal gucken bei den Tieren, wie es dort aussieht. Ja, wettertechnisch sieht es so aus, dass es theoretisch wärmer werden müsste. Gegen Abend hin müsste es eigentlich bei 0 Grad ankommen. Am nächsten Tag dürfte es schon gar nicht mehr so kalt sein. Ne? Dann ist ja auch schon der erste Tag Frühling. Also von daher schauen wir mal, was da so passiert. Genau, wir mussten noch unten zum Schwein, mussten noch Schweinefutter hin. Hühn hatten wir ja gesagt, noch eine Ladung hin. Hühner müssten eigentlich sauber gemacht werden. Oberer Schweinestall geht und unter und Schweinestall oben dann am Hof. Ja, was ist denn das dann? Schweine 3, ne? Da müsste man auch noch was hinbringen, beziehungsweise könnte man den Strohfahrer eigentlich so einstellen, dass er als allererstes mal oben den Schweinestall ansteuert und dann müsste es eigentlich schon wieder passen. Er hat ja jetzt noch 20.000 Liter drin und den schicken wir da ganz einfach mal hier zu den schicken wir ganz einfach mal zu Schweine 3 Stroh. Müsste er dorthin fahren. Und dann ist dort auch erstmal nicht mehr alles reingehen, denke ich mal, oder? Oh, das werden wir dann erleben. So, auf unserer Baustelle ist Ruhe sanft. Das ist ja einer von unseren Häcksel-Abfahrern oder von den Hackschnitzel-Abfahrern. Ja, was ich mit den Hackschnitzeln mache, das weiß ich auch noch nicht so genau. Wir lagern sie erstmal ein. Da haben wir welche. Und da werden wir dann weitersehen, was damit wird. Und ihn hier müssen wir bestimmt irgendwo sinnvoll zum Weg fahren, weil sonst findet der sich nicht zurück. Ja, und dann ist auch hier der Salzfahrer, der kommt auch ganz schön auf Abwege mit den 40 Tonnen Salz hinten dran, wenn es ja glatt ist. Da sollten wir vielleicht nochmal in Salzstreuer losschicken. Der uns dann eventuell von... der war bestimmt auf dem Weg zum Häcksler. Achso, der hat hier Mist geholt. Ja, für Mist als beladen. Ein Ziel einrichten bei Autotreif. Ja, könnte man machen. Ist nur insofern wieder schwierig, weil wir ja laufen das Förderband verrücken. Und da denke ich mal, da werden wir uns keinen so großen Gefallen tun. Weil das würde nie so richtig passen dann wieder. Den schickt man hier nochmal, doch das war doch schon richtig, zum Tieren. Und zwar
falsches Ziel erwischt. Ach gut, Kühe, Milch würde auch gehen. Da steht ja vielleicht den Strohfahrer nicht im Weg, wenn wir da nicht dran denken. So, Wasserfahrer kann ruhig auch weiterfahren, weil eigentlich interessiert mich an der ganzen Sache, ob die Fahrer schaffen, permanent unsere Tiere zu versorgen. Ich bilde mir ein, das müsste schaffbar sein, auch mit der Größe vom Fass. Weil er braucht wirklich schon eine halbe Stunde, ehe er rum ist. Ne? So, hier haben wir den Burschen schon wieder mit Mischration. Den werden wir natürlich gleich erstmal wieder unten im Kuhstall hinfahren. Bin ja mal gespannt, ob das dann wirklich alles wegtaut oder wie lange noch der Schnee liegen bleibt. Gut, hat man dann im Winter zweimal Schnee. Ansonsten müssten wir uns wirklich... Also optimal ist mein Winterdienst noch nicht. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Er ist noch verbesserungswürdig sozusagen. Aber gut. Ich würde mal vermuten, wir haben in der nächsten Saison immer noch genug Zeit zum Üben dann. So, der kann auskippen. Den erwischen wir schon nochmal. Achso, den hat man losgeschickt. Der sollte zweimal Diesel in die Salzgrube fahren. So, er hat hier einmal Leerpaletten hergebracht. Den schicken wir wieder zurück zum Forstbetrieb. Beziehungsweise könnten wir ihn nochmal zum Forstbetrieb 2 schicken, oder? Ah, da weiß ich jetzt nicht, wo ich ihn hinstelle. Doch, und zwar stellen wir den hinten beim Forstbetrieb 2 an die Palettenausgabe, weil da stört definitiv nicht, wenn vorne die Abfahrer mit Hackschnitzel kommen. Tja, unsere ganze Dredgerflotte hier. Also hier steht noch ein Flug auf dem Feld rum. Wer bei minus 3 Grad fliegen, geht natürlich nicht, ne? Ach, hier hat man ja noch zum Verkaufen hergebracht. Da ist die große Frage, wo wir ihn hinschicken, ne? Der Ton ist nicht kaputt. Ich habe ja kurz noch was geregelt. Aber ich weiß nicht warum. Das Spiel hat wieder relativ viel Ausschlag. Na, muss ich mir nach der Folge erstmal angucken dann. Da war ja gestern im Stream, habe ich das auch festgestellt. Ich bin da wieder relativ laut. Die anderen wieder kaum zu hören. Ich weiß nicht, warum das jetzt immer so unterschiedlich ist. Obwohl ich eigentlich nichts verstellt habe im Ton, ne? So, jetzt hat man überlegt, wo wir ihn hinschicken können, weil eigentlich so einige Produktionen sind leer. Bis auf, ich glaube, in der Lebensmittelfabrik steht doch hinten noch was rum. Da hat man doch nur in Anführungsstrichen, der Popcorn ist alle, klar. Und Haferflocken sind alle. Das ist schon soweit erstmal klar. Und zwar... Oh, Knötchen und Reibekuchen ist doch, glaube ich, nochmal produziert worden, wenn ich mich so recht entsinne, wo wir das letzte Mal dort vorbeigefahren sind. Ach, er sollte hier dreimal Kompost zum Hof bringen. Ja, das hat er natürlich mit einer Ladung schon gemacht. Dann lassen wir ihn noch zweimal fahren. Ne? Den hat man, oder ich denke mal, wird das zwei gebracht haben. Okay. Warum schaltet er jetzt gleich auf einmal um? Achso, weil das letzte Mal dann unten eine Null steht, wenn er das letzte Mal fährt, ja. Gut, lassen wir ihn mal machen. Er wird schon irgendwas tun. So, irgendwo sollten wir doch mal langsam hier in... Achso, wenn der Radlader oben steht. Oh, eigentlich machen wir jetzt schon was, was wir... Ja, ja. Rücksichtslos.
Gucken, ob wir hier den Futterbereich sauber kriegen. So, das geht erstmal. Ja, wenn wir Nachbar hätten, würde ich sagen, wir kippen es bei Nachbarn, aber wir kippen es einfach mal hier hinter den Zaun. Das haben wir da vorne auch schon mal gemacht, oder? Da liegt noch ein Haufen. Ja, da oben sind auch drei Abfahrer blockiert. Ja klar, weil unser Häcksler noch nicht läuft. Wir sollten, glaube ich, erstmal alle Abfahrer durchgucken, dass die wieder alle im Gang sind. Wir müssen ja auch hier zwingend wieder Weizen herbringen. So, jetzt haben wir erstmal hier die obligatorischen 16 Liter. Hm. Gut, dann ist erstmal bei den Hühnern sauber. Stellen wir ihn hier mal einfach zurück. Müssen dann sowieso noch mal irgendwann das Big Bag umhängen, aber wie gesagt, das können wir sicherlich dann mal machen. Genau, er braucht hier Schweinefutter. Nee, hat man nicht. Jetzt muss ich selber erst nochmal gucken. Wollten wir das bloß machen oder hat man das schon gemacht, dass wir sagen, wir könnten ja theoretisch, wir haben jetzt drei Ställe, wo wir Schweinefutter abgeben müssen. Ja, eine Verteilerroute einrichten oder nicht, das ist immer so eine Sache. Weil theoretisch ist er relativ schnell fertig damit fahren. Aber gut, wir können den auch. Wir schicken den erstmal hoch zum Schweinestall. Und zwar Schweine 3 Futter. Ich meine, man könnte für Schweinefutter einen Verteilerkurs einrichten, ja. So, hier wird natürlich alles blockiert. Er sollte. So genau, er sollte schon nochmal in die Kalkmine Salz beladen. Um dann von dort aus nochmal fortzufahren wahrscheinlich. Dass wir die hinten die Straße nochmal ein bisschen besser freigeräumt kriegen. Denn wir werden gleich auf ihn hier stoßen, genau, denn den hat er ja aus der Bahn gehauen. Er kommt jetzt hier zurecht. So, und genau ihn hier sollten wir einstellen. Er muss sich natürlich erstmal dann den Abfahrer rufen. Das wird er tun. Ja. Da kommt er auch schon, weil der stand ja schon parat. Der war ja schon auf dem Weg dorthin. Denn dann kann ja eigentlich munter weitergehäckselt werden. Ne? Ja, mit der Milch ist jetzt so eine Sache, ne? Ich glaube, Milch haben wir mittlerweile wieder 108.000 Liter. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir da oben in der im Milchwerk wird keine Milch mehr sein, ne? Die Düngerfabrik ist irgendwas. Volle Produkte. Dünger ist dann sozusagen voll, okay. Ja, volle Produkte ist nicht so schlimm. Volle Produkte im Futterwerk. Was sollten da voll sein? Achso, Mischration war voll. Die müsste mal umgefahren werden irgendwann. Also umgelagert. Ach, Stroh hatten wir auch Rohstoffe schon. Achso, ja, die ist schon länger voll, glaube ich. Ne? Aber wir wollten eigentlich ins Milchwerk gucken. Weil dort möchte ich meinen, wird es an Milch fehlen. Genau.
Leerpaletten hätten wir noch genug da. Für Haarmilch und Quark dann sozusagen und Joghurt. Sojamilch wird nichts, wir haben keine Sojabohnen haben. Butterreinfett haben wir ein bisschen was drin. Da müssen wir dann mehr produzieren, wenn wir die Bäckerei betreiben wollen. Aber theoretisch brauchen wir eben auch mehr Kühe, ne? Eigentlich könnten wir ihn hier auf Tour schicken. Nicht das Auto drei Fenster verschieben, das wollten wir jetzt nicht. Und zwar wird es natürlich einen Abholenkurs. Er soll sich am Hof bei den Tieren Milch holen, also bei den Kühen speziell, weil die anderen geben ja leider keine Milch, ne? Dort und fährt sie ins Milchwerk. Molkerei und zwar dort Milch ausladen. Milch stellt sich automatisch ein, weil der Trailer nur Milch kann. Das wird ja erkannt durch Autodrive. Und dann natürlich hier lassen wir echt nur, ja, 50 km/h ist noch fast zu viel. Da soll man nur 40 fahren. Nicht, dass der mit den 50.000 Liter lädt, er glaube ich. Dann irgendwo wieder im Graben hängt oder hier eher am Baum irgendwo. So, den Burschen brauchen wir vorerst nicht und der hier ist zur Gerberei unterwegs, um dort zum Salzträger zu fahren. Hier werden wir ihn mal. Ihn werden wir nicht dorthin schicken, ihn werden wir schicken zum Milchwerk. Milch ausladen. Blockieren wir natürlich den anderen, ne? Aber dort oben ist ja gar nichts gemacht bisher. Er wird irgendwo wenden und dann dorthin fahren. Ja, er muss noch hier einen Unterstand kriegen, aber ich sag mal, weiterbauen möchte ich erst, wenn der Schnee weg ist. So, dann werden wir einmal rum hier. Dann sollte theoretisch, gucken wir mal hier rückwärts. Ja, selbst die 40 ist ganz schön sportlich schnell, ne? Da kommt der nächste Abfahrer. Ja, er kommt hier mit dem Salz nicht so recht weiter, ne? Wir müssen unbedingt hier streuen. Wir müssen hier unbedingt streuen. Er will noch 4 Minuten bis dahin fahren. Das ist ja auch sportlich, ne? Ja gut, dann muss der andere warten. Weil ich dachte eigentlich, dass er jetzt mal angekommen ist. Dass wir ihn hinten streuen lassen könnten. Da kann irgendein Fahrer keinen Weg zum Big X berechnen. Das ist auch komisch. Warum nicht? So, Freiraum schaffen, sagt er jetzt. Freiraum suchen, nicht schaffen. Aber theoretisch ist doch genug Platz. Müsste doch hinkriegen, oder nicht? So, ganze Versuch nochmal auf Ruf warten, den wird er natürlich kriegen. Und sollte meiner Meinung nach auch losfahren. Sieht besser aus, also das ist echt gut gelöst worden von Autodrive. Auch wenn sich zwei Fahrer begegnen, fängt dann der eine an rückwärts zu schieben. Die schaffen sich alleine wieder Freiraum dann. Gibt zwar immer noch Situationen, so wie es in der GitHub-Seite steht, dass ja, bei manchen Abfahrern zu Problemen kommen kann, dass da Fehler auftreten, aber ja. Also wenn meine Abfahrer hier
Ich sag mal 50, 60 Mal, das reicht ja gar nicht. Wie viele Ladungen werden das sein? Müssen wir gucken, was wir haben. Also wenn wir davon ausgehen, 50, 60 Ladungen holen müssen und sie bleiben ein, zwei Mal stecken. Wie wäre es, wenn ich 50, 60 Mal selber fahren müsste? Ne? Genau, hier kommt einer hin, da lagern wir die Paletten um. So, genau, ihn hat man hergeschickt zum um nochmal Mist zu verladen. Haben wir natürlich unseren Milchfahrer blockiert, aber das geht noch. Ja, unser Förderband ist jetzt vorne schon wieder angehoben worden. Hier fahren wir erstmal klassisch davor. So, ich hoffe mal, es nimmt sich. Weil sitzen wir nämlich schon mal auf. Doch, es nimmt sich auch drunter weg. Wird man da runterkommen dann. Ja, rechts und links. Aber nimmt auch das direkt weg, wo es drauf steht, weil sonst haben wir ein Problem. Ja, doch, nimmt es auch weg. Es wird weniger. Es kommt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, könnte man sagen. Weiß nicht, wie viel Mist ist überhaupt noch drinne gewesen. Es sind noch zwei Ladungen. Das können wir so nach und nach noch mit fertig machen. Oder umlagern. So, und dann müssen wir gucken, was wir in der Düngerfabrik drin haben. Und dann werden wir natürlich auch entsprechend nochmal naja, müssen wir auch umlagern. Entsprechend brauchen wir Kompost, eine Ladung. Gut, das bleibt so, denn wir müssen einiges spritzen. Wir müssten aber hier sicherlich auch Rohstoffe herbringen, oder? Ja gut, Tabak haben wir nicht mehr, oder? Haben wir den nicht alles schon hergebracht? Kompost hat man schon mal umgelagert. Tabak müssten wir ja hier sehen, ob wir noch welchen haben. Lager. Doch, wir haben noch 390.000, also hier kann auch nochmal Tabak mit her. Den lassen wir auch im Lager, also den fahren wir nicht in die Zigarettenfabrik. Weil ich denke mal, das Pflanzenschutzmittel hat schon noch ein bisschen Vorrang. So, so wie es aussieht, ist Hänger voll. Da fahren wir hier mal zur Düngerfabrik. Weiß nicht, ob wir ihn schicken müssten oder ob wir selber fahren können. Eigentlich haben wir genug Zeit, selber zu fahren, ja, wenn wir vorwärts kommen hier. Achso, nee, eigentlich nicht. Theoretisch steht doch irgendwo unser Fahrer mit dem Schweinefutter rum, wenn ich ja gerade den sehe, der noch von der Mischration hier drin steht. Da wir jetzt hier entgegengesetzter Fahrtrichtung oder unserer üblichen Fahrtrichtung fahren, müssen wir schon mal mindestens bis hierher schaffen. So, dann stellen wir ihn doch ein und schicken ihn zur Düngerfabrik. Und zwar nach wie vor Mist ausladen. Wie gesagt, viel passt ja hier nicht rein, ne? Da sind noch nicht allzu viele Tiere drin, aber jetzt ist alles zu 100% im grünen Bereich. Pferdestall auch. Beim Pferden sieht es so aus, dass wahrscheinlich auch die Pellets alle werden und das Karotten alle werden. Denn das Futter nimmt ab. Bei den Hühnern müssen wir umhängen.
oben am Schweinestall, ja, weiß ich nicht, ob wir da hinfahren müssen, und unteren Schweinestall, doch, da könnte man hinschicken. 40.000 sind drin, da könnte noch ein bisschen was reinpassen. Dann schickt man hier nochmal zum Schweine 2 Futter. Wir werden uns jetzt hier einen Radlader besorgen. Wir werden bei den Hühnern das Ganze umhängen. Das Big Pack, und werden dann auch entsprechend unten am Pferdestall das Ganze nochmal machen. Wir hatten ja ein paar Big Packs mit Heu auf Vorrat produziert. Also mit Heu-Pellets, nicht mit Heu selber. Also eigentlich müssten wir hier zweimal fahren. Einmal ist schon wieder verdreckt. Einmal müssten wir fahren, um das Big Bag voll zu machen, beziehungsweise, ja gut, es ist ja... Geht ja sofort wieder was im Futterdruck rein, weil dann ist eigentlich der Effekt weg, wenn wir bloß das Big Pack immer voll machen hier. Und wir müssen einen Überladewagen nehmen. Einen kleinen Überladewagen, mit dem wir dann entsprechend nicht die Big Packs auf Vorrat produzieren, sondern die leeren Big Packs eigentlich wieder erfüllen mit dem Überladewagen. Ich weiß nicht, ob das geht, das müssen wir dann mal probieren. Eigentlich stehe ich da drunter, so mehr oder weniger, ne? Eher weniger. So rum wird's was. Ja, wir können hier ruhig. Ja, Gerste haben wir mehr da. Und der Gerste werden wir dann auch noch was, denke ich mal, in die Saatgutproduktion fahren müssen. Denn wir haben ganz schön Fläche zum Ansehen dann im Frühjahr, ne? Oder Frühjahr bis Sommer, so ungefähr, ne? Sobald es natürlich möglich ist, anzusehen. Wir hängen mal das Big Pack noch nicht ein. Und zwar möchte ich eigentlich, ach so, genau. Weil das werden wir gleich nochmal nachfüllen, oder? Es sind ja bloß noch 46% drin, also so richtig macht das keinen Sinn, dann das leere einzuhängen, das halbvolle oder halb leer oder zu 46% gefüllt. So, Außentemperatur haben wir mittlerweile minus 0 Grad, also ja, das ist schon etwas wärmer geworden, aber ja, Boden wird sich noch nicht viel tun. Ich hoffe mal dann am nächsten Tag, meine, wir sind ja schon bei 13.08 Uhr ingame, also ja. So, da ist es wieder drin. Ihn schicken wir hier mal runter zum Pferdestall. Am besten zum Butter bei den Pferden, weil dann dürfte er keinen stören. Hier
beziehungsweise würde anhalten, weil die Big Bags dort unterwegs stehen. Aber gut, das sehen wir dann. Ja, dann machen wir noch eins für heute. Und zwar, jetzt weiß ich nicht, in welcher Richtung er sein wird. Er müsste jetzt fertig sein mit Kompost fahren, oder? Wie viel Kompost ist denn noch drin? Also wird er immer fleißig noch produziert, ne? Sind immer noch 13.000 drin. Ne, er belädt sich nochmal. Er fährt jetzt erst die letzte Tour, okay, das ist nicht so schlimm. Aber eigentlich suche ich unseren Salzstreuer, der jetzt im Kalkwerk unterwegs war. So, und den schicken wir jetzt natürlich zur Gerberei nochmal. Voll ist er ja beladen, Gerberei Salz. Und schalten wir ja hinten unseren Salzstreuer mit an, damit die Straße ja wirklich zu 100% frei wird. Und ob das klappt, denke ich mal, das können wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Die kommt dann wie gewohnt, Montag geht es ja weiter, 13 Uhr. Allen natürlich noch einen schönen Sonntag. Dann vielleicht bis Montag, bis dahin und tschüss.